Was geht ab, Leute? Ich bin gerade beim Rewe. Vitales Brot. Mit meinem Schatz hier unterwegs. Da ist schon mir jetzt eine Cola mit. Aber nicht im Glas. So. Ja, wir kommen gerne nach Rewe. Hier ist immer viel. Geht, ja. Nicht oft, also, ja, ist ein bisschen teuer. Ja. Ja, für einen kleinen Einkauf, wir machen so meistens so täglich. Ja. Schön und so. Haben wir euch was vergessen? Ah, ja, das ist ein Schalal, Leute. Auch ein Schalal. Mal ab und zu mal ein bisschen rumstöbern hier. Hier gibt es dann so schönes hier. Hier gibt es chillige Mischmops. Ja, läuft. Ist wieder Osternzeit. Ach Leute, das erinnert mich an meine Schulzeit. Ich bin heute im Jogger unterwegs, Leute. Also solche Kisten, die mögen wir am meisten. So 1 € Kisten, 2 € Kisten. Aber meistens nicht dabei. Naja. So Leute. Das war mal ein kurzes Video. Unser erstes Video von dem Mini-Shopping. Ja, wenn euch das gefällt, wisst ihr Bescheid, schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt oder wo wir als nächstes gehen sollen. Ciao. So Leute, was geht ab? Wir sind jetzt wieder zu Hause aus unserer Einkaufstour und ich will euch jetzt einfach nur mal zeigen, was wir uns so Kleines geholt haben. Wie gesagt, wir machen so meistens so tägliche bis ja alle 2 Tage machen wir mal so einen kleinen Einkauf. Und ja, das ist schon mal so Kleinigkeiten, die wir so halt zum Beispiel, und erstmal haben wir hier einen schönen Orangensaft ohne Fruchtzucker, ohne Fruchtfleisch, Entschuldigung Leute, ohne Fruchtfleisch, weil das mögen wir nicht so. Und ja, das können wir auf jeden Fall empfehlen, weil das schmeckt wirklich super. Ziehen wir mal zurück. Dann haben wir hier einmal Kartoffelpüree, das lockere, das ist so mein Favorit, das mag ich gerne so, ja, mit Reis oder sonst irgendein Zeugs. Sehr empfehlenswert, Leute. Dann haben wir hier einmal ja, Vitales Fit Schwarzbrot. Das ist auch eins meiner Lieblingsbrote. Das esse ich dann auch gerne mit Sucuk und Tomaten, mal bei einer Suppe oder sowas immer dabei. Eine Cola muss sein, Leute. So nach dem Essen oder sowas. Da geht das immer gut, Leute. Mag ich auf jeden Fall. Unverzichtlich. Aber man muss sagen, zu viel davon ist sehr ungesund, Leute. Dann haben wir hier noch Küchenrolle. Leute, wir verbrauchen unnormal viel Küchentücher. Wirklich für alles benutzen wir Küchentücher. Dann haben wir hier einmal Walnusskerne. Wir sind reich an Omega-3, Leute. Sehr gesund. Das ist so ein Snack für zwischendurch, ab und zu mal beim Zocken, Leute, das geht immer. Ja, auf jeden Fall waren wir im Rewe, Leute, einmal, wisst ihr Bescheid. Da gehen wir ab und zu auch mal einkaufen und holen uns ein paar Kleinigkeiten. Das war so unser erster Vlog, Leute, wo wir einfach mal ein bisschen ja, gefilmt haben, wie wir einkaufen. Wenn euch das gefallen hat, Leute, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und kommentiert einfach mal das Ganze und ja, dann machen wir mal mehr solche Dinger. Vielleicht habt ihr auch Ideen, wo wir als nächstes mal einkaufen sollen oder was wir so machen sollen.
Würde uns auf jeden Fall freuen, euer Feedback, Leute. Dann würde ich sagen, ciao! Thank you.